Ich soll die Ausstellung beschreiben. Also die Ausstellung ist ein Ausschnitt aus diesen Jahren, in denen ich aktiv war im Wendland, im Zusammenhang mit Gemeinschaftsausstellungen als auch solistisch. In den Anfängen meiner Zeit hier im Wendland war ich beteiligt an Gemeinschaftsgeschichten. Das hat angefangen mit Hart an der Grenze und ist über Da müssen wir durch und weitergegangen über gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel innerhalb der kulturellen Landpartie die Vogeleien. Die Vogeleien haben wir 3 Jahre hintereinander gemacht, dann war es genug. Dann war es aber auch so, dass die kulturelle Landpartie ein bisschen so an Substanz oder Kraft verloren hat und diese gemeinschaftlichen Aktivitäten nicht mehr möglich waren. Ich will jetzt nicht ins Einzelne gehen, wieso und warum nicht. Ich wünsche aber an dieser Stelle schon, dass das mal wieder möglich sein wird. Ich frage mal anders. Wie hat Kunst den Widerstand gegen Gorleben hier im Landkreis beeinflusst, getragen oder auch aufgenommen und gespiegelt? Das ist, das finde ich, eine ganz besonders schöne Frage, weil wir mit den vielen Künstlerinnen und Künstlern, die hier zugegen waren, erleben konnten, dass der künstlerische Ansatz im Widerstand eine Dimension, also diese Dimension des Widerstands erweitert um die poetische Komponente und nicht stur an Parolen oder Forderungen zu bleiben, sondern den Blick erweitert. Erweitert in die Tiefe der Problematik, als auch erweitert in mögliche Zukunft. In mögliche Zukunft. Und das erlebbar zu machen in jedem einzelnen Menschen, der dann noch etwas, ja, der einfach mehr Wert erhält. Und darum ist das ein großer Schatz in unserem Widerstand.